Erst einmal wunderschönen guten Abend. Die Technik hat den Geist aufgegeben, also auch heute Abend wieder ohne Mikrofon, aber dafür in doppelter Lautstärke. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zur Pressekonferenz nach den Spielen des Herrn e.V. Heute habe ich mir ein Derby gewünscht, ich habe eins bekommen und ich freue mich, dass Gästetrainer Frank Genkes den Weg hier hochgefunden hat. HIV-Trainer Carsten Plate. Frank, Gratulation zum Derby-Sieg. Ihr dürft jetzt die nächsten zwei Wochen wieder mit dem Lächeln die Brötchen holen in der Bäckerei und einen Blick nach Herne mit dem Schmunzeln rüberwerfen. Was sagst du zum Spiel? Ja gut, diese Sachen zwischen Herne und Essen. Ich bin ja Rheinländer, ich habe ja nicht so viel damit zu tun, aber ich habe schon gemerkt, die Woche, dass ein bisschen die Spannung aufgebaut wurde, als man dann in die Halle kam. Dann hat man gemerkt, dass ein bisschen Hass auch da im Spiel war. Ah gut, das ist das Eishockey, das ist Derby, das ist ja, Salz in der Suppe. Deswegen spielen wir Eishockey, wie zu spielen. Ne? Die junge Mannschaft kommt raus, 2500, 2600 Zuschauer, ich weiß nicht wie viel. Überragend dann und dann, ja gut, ich bin weit weg aus Essen, ich kann immer die Brötchen holen morgens, aber ich denke, der Sieg geht aber dann auch hoch, geht auch voll und ganz in Ordnung für uns. Ja? Ich denke, dass wir auch in allen Belangen besser waren als Herne heute, das muss man sagen. Wir wussten genau, was passiert. Herne kam aggressiv raus. Für so ein System braucht man noch eine gewisse Physis, die habe ich jetzt nicht gesehen da. Im Endeffekt war es so, wir haben Eishockey gespielt und Herne hat Checks gezählt. Das war's, danke. Okay, gut. Ah, ich glaube, das ist dann immer ganz fair, wenn alle dann applaudieren, weil das ist dann immer... Oh ja, keiner, man macht ja eh keiner hier in Herne. Okay, gut. Wie es immer dazu gehört, gibt es auch immer eine andere Sicht der Dinge, Carsten? Ja, definitiv eine andere Sicht der Dinge, weil ich glaube, wir sind... sehr gut ins Spiel reingekommen, haben die ersten 25 Minuten das Spiel gut im Griff gehabt. Dann kam das, ich glaube, es war 33. Minute und dann haben wir, glaube ich, drei Tore in drei Minuten, vier Minuten bekommen. Da haben wir uns einfach nicht mehr von erholt. Und da hat es Essen dann clever gemacht, hat das gut runtergespielt. Aber ich glaube, zwischen diesen beiden Mannschaften war heute viel weniger, als der Frank das sieht. Aber ja, für uns ist es heute nicht so gelaufen. Über den Schiedsrichter möchte ich mich heute nicht auslassen. Da haben wir auch nicht wirklich Glück gehabt. Und am Ende steht ein verdienter Essener Sieg, aber mit Sicherheit zwei, drei Tore zu hoch. Okay, danke dir für deine Worte. Ich blicke gerade so stumm im Kreis herum. Schau dir. Nein, keine Fragen. Keine Fragen, gut. Dann danke ich euch beiden fürs Erscheinen. Freue mich auf das Rückspiel in zwei Wochen. Dann bei euch zu Halloween. Hoffentlich wird es dann nicht gruselig. Und wünsche dir noch eine gute Heimfahrt an eurem Team. Und ja, auch noch viel Erfolg. Und beende die Pressekonferenz mit einem Shake Hand, so wie sie es gehört. Und ich verweise noch mal kurz auf nächste Wochenende. Freitag ist Hamm hier zu Gast. Freue mich natürlich, wenn wir wieder viele Gäste hier haben. Ich glaube nicht, dass wir an die 2700er Marke kommen von heute Abend, aber vielleicht kommen ja doch der ein oder andere mehr noch. Also bis nächste Wochenende. Dankeschön.